Servus Leute, Shisha Bunker ist wieder back am Start. Es ist Sonntag. Heute wieder eine Tabakvorstellung. Kopf ist jetzt schon gerade am Laufen, beziehungsweise ich habe jetzt noch nicht angeraucht. Ich habe es jetzt gerade erstmal angeheizt und einfach aufgelegt, dass der Kopf sich ein bisschen aufwärmen kann. Ne? So, heutiger Tabak, den ich vorstelle, ist von O's Tobacco. African Queen. Ist jetzt mein erster Tabak, sage ich mal, von diesem Hersteller auch. Habe ich beim Kumpel geraucht. Habe mich direkt wirklich überzeugt, dass ich mir den hole. Also Dose sieht wie folgt aus. Nur diese eine Stelle kann man ja sozusagen bedrucken. Ne? Ist von der Firma Mayflix Dot und kommt aus Deutschland, also deutscher Tabak. Ja. Nach was soll der schmecken bzw. riechen, aromatisiert sein? Das ist irgendwie so eine Früchtemischung oder sowas, eine exotische Früchtemischung. Natürlich hier mein Lieblingsverschluss. Ich kann mich nicht damit anfreunden, aber gut. Oh, Alter, riecht auf jeden Fall wirklich stark nach Früchten. Ich kann jetzt nicht definieren, was für eine Frucht drin ist oder was für Früchte. Es riecht auf jeden Fall fruchtig und frisch, also erfrischend, ja. Perfekt für den Sommer eigentlich. So, was sagt denn der Schnitt? Wir haben hier einen mittleren bis feinen Schnitt. Also ziemlich, ja, feucht ist er auch. Lässt sich auch gut im Kopf bauen. Oder, ja, das ist halt... Und gut, ich kann mich halt immer noch nicht mit diesen Dosen anfreunden, das habe ich jetzt zum dritten Mal bestimmt schon gesagt, weil ja, der Verschluss, sage ich mal, der ist ein bisschen scheiße, wenn man jetzt das umtransportieren möchte. Und ja, Deckel runtergefallen. Also sprich, wenn man das jetzt in einem Rucksack oder so reinschmeißt und es liegt dann zum Beispiel so, dann dreht man die Dose wieder rum, kann es sein, dass dann den Seiten rausläuft. Hat man eine Sauerei, will keiner. Gut, was will man da machen? Nun zum Rauchtest. Ich habe heutiges Setup ist mein DaVinci Steinkopf mit dem One Smoke, wie immer eigentlich. Ist auch im Moment mein Lieblings-Setup, deswegen rauche ich es ja nur. Mein Kalut, ich habe noch keine Antwort, noch nichts zurückbekommen. Ich bin mal drauf gespannt, wie es da aussieht. Wenn nicht, bestelle ich mir einfach einen neuen. Den neuen, also den Kalut Lotus 2 und gut. Was sollen wir machen dann? Zum Rauchtest mache ich jetzt mal 2-3 Zügchen. Ja, Rauch ist direkt da. Rauchentwicklung ist auf jeden Fall top. Also ich finde, er schmeckt auf jeden Fall geil. Gut, es ist, man muss so ein bisschen Gewöhnungssache. Also man muss sich wirklich mit dem Tabak auch anfreunden können. Manche mögen das zum Beispiel jetzt nicht den intensiven Geschmack jetzt hat von den Früchten, den exotischen Früchten, mehr oder weniger. Gut, also ich zwingen kann man keinen zu seinem Geschmack jetzt hat, wie man den haben möchte. Also ich empfehle den auf jeden Fall jedem, der das halt mal ausprobieren möchte. Müsst ihr es nicht, also es ist nur eine Empfehlung und ich denke mal, gut, ich rede wieder viel zu schnell, glaube ich, einfach zu kurze Videos mache ich hier. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Wünsche oder so, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ihr könnt ruhig auch auf Instagram schreiben. Wie gesagt, ich habe schon mehrmals gesagt, dass wir es vorhaben, in Instagram wieder aktiver zu werden. Aber
keine Zeit dazu. Ja, klar, einmal einloggen, ich weiß, Bild hochladen etc. Aber gut, was willst du machen? Also, ich denke mal, ja, ich muss mich halt mal selber motivieren, mehr oder weniger. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, nächste Woche kommt auf jeden Fall kein Video, weil ich da Abschlussprüfung habe, die laufende Woche dann. Und da müsste ich mich halt ein bisschen vorbereiten. Also klar, einen Tag zu opfern für Shisha-Bunker kann ich machen, aber möchte ich nicht, weil es geht um meine Zukunft. Gut, ja, da fällt es halt einmal aus. Oder ich drehe jetzt noch was vor und dann tue ich es einfach hochladen später dann. Also sozusagen fertig machen, das einfach selber hochlädt. Ich muss sagen, Fazit zu dem Tabak. Auf jeden Fall ist eine Kaufempfehlung da. Geschmacklich kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Vom Rauchverhalten und vom Schnitt, also von der Qualität, ist er eigentlich wie fast jeder Tabak eigentlich top. Und nicht allzu feucht. Jetzt kommt meine Meinung wieder zu der Dose. Ja, ich mag den Verschluss einfach nicht. Aber ich lege mich da auch nicht mehr drüber auf jetzt. Er drückt auch nicht, kratzt nicht. Also ist nicht allzu stark. Gut, kommt drauf an, wer den Kopf wieder baut. Ob man den jetzt hat, ja, zu fest, also Overpacking baut oder nicht. Liegt wieder an der jeweiligen Person, die den Kopf halt macht. Ich würde mal sagen, like das Video, teilt das Video, erzählt es euren Freunden, Familie weiter, mir ist egal. Auf jeden Fall Shisha-Bunker supporten und ich würde sagen, nächsten Sonntag hoffe ich, dass da ein Video kommt oder dass ich es halt hinkriege zeitlich. Und ja, guten Rauch, Shisha-Bunker out.